Ja, morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer, sagen wir mal, spontane Minecraft-Folge. Ich habe mich nämlich sehr lange auf diesen Server eigentlich gesehnt und wir kamen auch die letzten Tage leider nicht dazu, irgendwie zu Livestream auf Twitch. Und da dachte ich mir, bevor dieses kleine Projekt hier so ein bisschen einschläft, dass wir individuell immer die ein oder andere Folge machen. Beziehungsweise ich nehme ein paar Folgen auf und dann werden wir weiterhin auf diesen Server die Livestreams machen. Keine Sorge, die kommen auf Twitch, die sollen auch weiterkommen. Aber momentan irgendwie jedes Mal, wenn ich twitchen möchte, kommt irgendwas dazwischen. Kali ruft an, braucht Folgen und dann sagt man sich, ja, okay, das macht man dann morgen, das mit dem Twitch und dann am nächsten Tag kommt man nach Hause und denkt sich, verdammt, du brauchst noch Klopapier, du musst los. Ja, ihr Lieben, deswegen, dass dieses kleine Projekt mit Teasiesburg nicht einschläft, werden wir auf YouTube Folgen machen und wie nachdem, wenn wir Zeit haben, werden wir weiter mit den Livestreams machen, beziehungsweise zwischendurch mal Livestreams machen. Und die Folgen kommen dann regelmäßig auf YouTube. Genau, du sagst es. Wir müssen nämlich Teasiesburg weitermachen. Beutelchen wartet auf ihre Schlossmauern, auf den Einzug ihrer Burggemeinschaft. Irgendwie so. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war schon lange nicht mehr auf dem Survival-Server. Ich hoffe, ich werde es überleben. Wo ist denn der Kerl eigentlich? Hey Kumpel, was machst du eigentlich hier oben? Oh. Auch nicht schlecht. Kann man sich noch mehr aussuchen? Bitte spuck mich nicht an. Bitte spuck mich nicht an. Ich überlege, ob wir. Ich brauche mal kurz eine Schaufel. Ob wir die Burg nur im. Da leckt der Server wieder. Nur im Livestream machen oder ob ich die jetzt auch so anfange. Ich würde ein bisschen auch in den Let's Plays. Alles klar, das läuft sehr gut. Glaube ich, würde ich die Burg weiterbauen, damit wir ein bisschen vorankommen und wie nachdem, wir wollen ja noch einen Bahnhof bauen, größeren, den müssen wir auch noch auslegen. Wir brauchen sehr viel Glas. Ich habe kein Holz. Was habe ich das letzte Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, ein bisschen die Burg weiterbauen. Wir wollten ja da unten einen Bahnhof hinbauen. Das könnten wir demnächst auch in Angriff nehmen. Nehmen. Alles klar. Aber erstmal schauen wir mal, ob wir schlafen gehen können. Dann sollten wir uns ein paar Steinchen holen und dann können wir eigentlich loslegen. Und ich habe immer noch keinen Plan, wie wir die Burg bauen wollen. Nein, lass zu. Hätte ich denn hier? Sticks klingt gut. Das sollte ich mir auch voll selber reinpacken. Das werden wir demnächst brauchen. Ich habe so einiges hier. Das nehme ich auch mal kurz. Wir brauchen nämlich eine Schaufel. Ich hole Steine. Ja, sollte Steine holen. Wieso habe ich so viele Wassereimer? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich war, glaube ich, seit dem letzten Livestream. Und ich glaube, das war Januar. Verdammt, dieses Projekt ist wirklich ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir demnächst mal wieder ein bisschen regulärer auf Twitch unterwegs sind. Eigentlich hatte ich ja vor. Bitte macht keine Kinder mehr, der Server spinnt schon. Eigentlich hatte ich ja vor, einen Tag in der Woche zu twitchen und einen Tag in der Woche auf YouTube zu
Twitchen wollte ich schon sagen, zu Livestream, aber wie gesagt, momentan kommt man irgendwie nicht hinterher. Und wenn man mal was vorhatte, dann gesagt, auf die Kali an. Verschiebt man das auf morgen. Am nächsten Tag ist irgendwas anderes. Und so hat es sich die ganze Zeit hingezogen. Wir brauchen jedenfalls noch mehr Steine. Vielleicht sollten wir demnächst den Bahnhof machen. Dann bekommen wir davon auch noch ein bisschen Bruchstein und dann können wir die Steine da oben machen. Steinziegel. Dann müssen wir das da unten noch aus. Oh Gott. Wo graue ich mich eigentlich? Geht das nicht? Müssen wir uns noch überlegen, was für ein Dach wir bauen wollen. Und wie die Burg eigentlich soweit aussehen wird. Ich wollte auch nach unten kramen in den Berg hinein, dass es mehrere Etagen sind. Vielleicht daraus einen kleinen Dungeon machen. So mit Labyrinth. Jump'n'One, was ich sehr gut kann. Lassen wir den Boden der Farbe. Ich glaube, ich lasse erstmal das. Entweder weiß oder das. Wartet mal kurz. Oh, danke für das Seil. Weiß. Wartet mal. Ach nee, Kali hat da unten. Wir haben ja schon sehr viele unten. Wir werden einmal. Tai, wie heißt du nochmal? Detroit? Diorit, nicht Detroit. Diorit. Da werden wir einmal probieren, wie das aussieht. Ob wir den Boden so machen werden oder Holzboden. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sieht ja auch Holzboden ziemlich gut aus. Aber für eine Burg? Das sollte, glaube ich, ein Balkon werden. Ja, das sollte ein Balkon werden. So, wir schauen mal, ob wir der fragt sich auch, was los ist. Das komplett weiß machen könnte gut aussehen. Könnte, muss aber nicht. Oder das einfarbig machen. Könnte aber sein, dass es dann. Kannst du da mal weggehen? Danke. Ich wäre so ein bisschen für das Weiße. Ein bisschen für das Weiße. Dass der Boden sich ein bisschen abhebt von allen. Wir machen mal die Decke. Decke brauchen wir eine andere Farbe. Wir könnten Holz nehmen. Ich
Augenkill, das Dunkle, was wir auf dem Rathaus haben, glaube ich, wäre nicht so toll. Lass mal schauen, was hab ich denn? Auf jeden Fall nicht besonders viel. Ich habe eine Idee. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal kurz wandern. Ein kleiner Spaziergang. Wo packe ich denn das eigentlich hin? Hier bei dem Loot-Zeug erstmal. Wir werden eine kleine Runde laufen. Essen habe ich. Ob ich das überlebe, habe ich keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, leicht verwirrt. Rolle. Bett brauchen wir auf jeden Fall. Ich bei euch? Ja, moin. Ich bei euch? Also Melone und so, ne? Lass die erstmal. Glaube, jetzt loszugehen wäre schwachsinnig, weil wir. Nichts abhanden kommen. Ich meine, demnächst wird es dunkel. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo war das? Ich glaube, beim anderen Dorf. Wir müssten mal zum anderen Dorf. Ich habe nämlich, glaube ich, vor einer ganzen Weile, als wir hier noch rumgedackelt sind und gemacht und getan haben, habe ich im Meer etwas gefunden. Kann ich das abschlagen? Also so ein Tempel im Meer? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, dafür brauche ich Tränke. Irgendwie ganz schön laut, ne? Stimme, Sprache. Sich jetzt nicht besonders gebessert, ne? Nee, das war's jetzt auch nicht. Das ist es auch nicht. Ja, ich bin verwirrt. Ich brauche hier echt einen Bahnhof. So, schnell zum anderen Dorf. Thank you.
Hi. Was geht denn? Ich hoffe, die sind jetzt hier nicht ausgestorben. Dürfte eigentlich nicht sein. So lange waren wir nicht mehr drauf, dass die... Ah, sind alles Bauern. Süß. Voll Haus. Sehr schön. Hier kamen unsere ersten Dorfbewohner her. Ja, ungünstig. Jungs und Mädels. Da habe ich, glaube ich, ein Häuschen für uns hingebaut. Genau. Wir bauen uns ein Boot. Mit diesem Boot werden wir Ich hoffe, ich finde den Weg wieder zurück. Ich sollte mir vielleicht auch irgendwann einen Kompass machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir auf diesen Server gescheint sind. Doch, ich weiß es. Doch. Das ist die Birsche. Da war das Teil, wo wir gespawnt sind. Ich darf mich nur nicht verfahren. Den Server muss ich dann demnächst mal auf die 15.2 stellen. Delfine. Ich sollte mit dem Kompass landen. Was war das? Wow, Zombie! Schnell weg! Ja, auf die 15.2 stellen wir haben wir hier Bienen? Glaube ja. Aber die sind noch nicht so gut gewesen in diesen. Ich glaube, wir können das nicht abbauen. Irgendwas habe ich da mal gesehen. Ja, alles klar. Au. Da kommen wir leider nicht so schnell rein. Ah, wir können nicht essen. Da müssen wir uns Zaubertränke machen. Ich glaube, Milch. Milch. Ich glaube, ich habe vor kurzem etwas gesehen, wo Milch eine gute Nebenwirkung hatte. Ich wollte mir nämlich die Dinger abbauen, die Pfeile. Das Dach für Beutelchen. Gut. Müssen wir später in Angriff nehmen. Dann müssen wir noch in den Nether und Lorenstäbe holen. Ah,
super. Ja, sein können. Ja, Verwirrung ist da. Wir sind viel zu... Nee, könnte auch richtig sein. Ich musste echt mal was hinstellen. Ja, wir sind richtig. Oh, eine Höhle. Gut, ist jetzt nun die Frage, was wollen wir mit Beutelchens Dach machen? Was wäre die beste Lösung? Dann können wir hier eigentlich abhauen. Ich glaube, für einen Wandertag, da sind wir zu schwach aufgestellt. Wir können ja auch erstmal die Mauern bauen. Habe ich noch einen Wassereimer? Ich hätte mir vielleicht noch eine... mit. Ja, komm. Nimm mich mit, gefälligst. Und ein Atlantis wollten wir auch noch hier drauf bauen. Ich probiere mal, wenn ich zu Hause bin, mit dem Mage-Eimer hier den Effekt oben wegzubekommen. Das ist auch eine ziemlich weite Fahrt. Alter. Ich dufte. Ich sehe Licht. Ich bin hängen geblieben. So, sehr schön. Lasst mich mal... zu der Kuh. Habe ich hier irgendwie... Das kann ich bei mir oben hinpacken. Ist wahrscheinlich jetzt dunkel geworden. Gut, noch nicht. Und der Effekt ist weg. Ja, danke. Wir sollten vielleicht eine Kuh mitnehmen, wenn wir das da hinten machen. Und ich glaube, ich brauche die Kali dann mit dazu. Ach Quatsch! Stimmt ja, ich renne die ganze Zeit dran vorbei. Das ist ja unser Lager.
Stimmt. Das war unser Feld. Ganz vergessen. Vielleicht werden wir mal ein bisschen. Wo sind denn Melonen? Ein bisschen ernten. Die wachsen eh nach. Eine automatische Erntemaschine wäre hervorragend. Was machen die da oben? Alter! Jungs! Jungs, ist es nach dunkel draußen? Alter, was macht ihr da? Was machst denn du da? Es sind einfach zu viele. Ich geh schlafen. Autsch. Es sind einfach zu viele in diesem Dorf. Da waren wir zu großzügig. Jetzt fange ich auch noch an. Ja, hier ein Ei. Das Brot lasse ich mal drin. So, einmal hier bitte, einmal da bitte. Steine habe ich unten hingepackt, stimmt. Und ein bisschen davon. Vielleicht schaffen wir das jetzt mal ein bisschen zu bauen. Das Teil müssen wir auch noch machen. Hup. So. Was haben wir hier vor uns? Wie komme ich da nach oben? Ich brauche Treppen. Ganz dringend Treppen. Und der haut hier einfach nicht ab. Also das wird auf... Autsch. Auf jeden Fall größer. Also höher, nicht größer. Oder? Oder machen wir das so, dass die... da runter gucken können. Ah, verdammt. Genau. Jetzt muss ich kurz überlegen. Bleibt es bei der Höhe? Das Dach wird auf jeden Fall so. Ja.
müssen. Das Gute. Vier nach oben. Hier vielleicht die Decke. Habe ich das da hinten angeordnet? Jetzt wäre das Dach ziemlich... Verdammt. Was mache ich hier? Ja, wird kompliziert. Da muss noch einiges überdacht werden. Ich glaube, ein Zweier hoch, das reicht, oder? Zweier hoch müsste reichen. Mauer könnten wir eigentlich auch zuzimmern. Oder lassen wir die? Dass die hier dann so rausgucken können. Das wird ein Balkon. Könnte man anbieten, vielleicht hier unten auch noch. Ja, vielleicht. Könnte machbar sein. Oh, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Habe ich vielleicht Holzzäune? Nein. Und hier vielleicht so eine Art Holzzäune. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Das können wir da auch zu machen, oder? Wir dürfen früher oder später eh eine kleine Höhentour machen. Weil wir machen das komplett zu. Da braucht man nicht rausgucken. Ist eh langweilig. Stimmt, da hatten wir das Dach. Hauptsache, das Dorf steht schon. Wo man nicht gut runter gucken kann. Ja, doch. Anders braucht er auch keine Überdachung. Nee, machen wir nicht. Oder? Könnte man aber auch anbieten. Oder vielleicht auch nicht. Dann könnte man hier so einen kleinen Boom bauen, sieht aber wahrscheinlich ein bisschen doof aus. Ja, könnte gut möglich sein. Aber einen Innenhof haben wir. Zwar nicht so gekonnt, aber gewollt. Was? Wo kamen wir auch? Na, muss mir im Klaren werden, was wir...
dem Dach machen wollen. Also das Dach muss dann ungefähr bis hierhin gehen. Es verjüngt sich dann nach vorne. Müsste aber machbar sein. Das müsste, glaube ich, trotzdem noch machbar sein. Ist dann hier so eine Art. Ja, nee. Machen wir auf. Hier soll es dann auch noch weiter. Ach du Scheiße. Hier soll eine Treppe hin. Würde ich mal sagen, ne? Der Turm steht auch noch nicht so weit. Was ist denn, dass wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind, vielleicht? Sieht so unfertig aus. Das wird eh, glaube ich, die Burgmauer. Die Außen, jedenfalls. Muss gerade überlegen. Dass die Burgmauer wird. Das ist gerade ein bisschen ungerade. Das ist ungerade. Oh. Kein Wunder. Das stimmt nicht. Warte, wir gehen mal schnell schlafen. Müssen hier runter. So, wir gehen schlafen, machen noch schnell die Burgmauer fertig. Dann würde ich für heute schon einen kleinen Cut machen. Und wie gesagt, die Folgen werden... ich wollte gerade sagen, an irgendeinen Tag kommen, aber ich würde sagen, an den Tag, wo Captive kommt. Weil momentan wir noch nicht mal dazu kommen, das aufzunehmen. Würde sagen, kommt es dann immer da und keine Sorge, die Livestreams auf Twitch werden damit mit diesem Projekt dann irgendwann weitergehen. Je nachdem, wenn wir Zeit haben. Ich hoffe, dass die Livestreams demnächst wieder anfangen können. Nein! Server? Ich muss den Server ein bisschen besser einstellen. Der ist... Na. Hilfe? Gut. Wir dürfen keinen Stein verschwenden.
Ah. So. Das wäre dann... Oh, ich glaube, ich kotze hier runter. Burgmauer. Die Mauer sollten wir eigentlich auch nochmal irgendwann hochziehen. Das werden wir jetzt nicht jetzt machen. Doppelt gemoppelt. Autsch. Lass mal gucken. Ja, hat was. Es muss jetzt nur noch ein bisschen verfeinert werden. Vielleicht die ein oder andere Steinsäule, Steinzaun, meinte ich. Habe ich nicht dabei und dann könnte das vielleicht was werden. Was wir daraus machen, weiß ich nicht. Das sieht irgendwie stulle aus. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.